Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Teufel-Tutorial. Wie kombiniere ich meine Soundbar eigentlich mit meinem PC oder Laptop? Jetzt geht es um diese kompakte Soundanlage hier in Kombination mit deinem Laptop. Zuallererst musst du dich entscheiden, welche Größe deine Soundbar im Homeoffice haben darf. Mit bis zu einem Meter kann eine Soundbar schnell zu groß für ein kleines Büro werden. Wir würden dir daher eine Soundbar zwischen 35 bis maximal 45 cm empfehlen. Du kannst es natürlich aber auch mit einem größeren Kaliber probieren. Dann zeigen wir dir jetzt, wie du deine Klangriegel mit deinem Laptop verbindest. Wenn du deine Soundbar mit einem Kabel verbindest, dann kannst du das über HDMI oder AUX machen. Jede moderne Soundbar kannst du natürlich auch über Funk verbinden. Hast du deine Soundbar einmal angeschlossen und angeschmissen, wirst du schnell feststellen, dass sich ihr Einsatz wirklich lohnt. Du erkennst deinen gewohnten Filmsound sofort wieder. Das liegt daran, dass in deiner Soundbar gleich mehrere Lautsprecher verbaut sind und du mit wenig Aufwand einen sehr vollen Klang erhältst. Gerade wenn du auch mal einen Ausflug in die Gaming-Welt planst, kann ich dir eine Soundbar wie zum Beispiel die Cinebar One mit 35 cm Länge empfehlen. Die hat gleich 4 Breitbandlautsprecher verbaut. Die eingebaute Technologie Dynamore Ultra sorgt für einen raumerfüllenden Surround-Sound. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen. Wenn ja, dann lass uns gerne ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns im nächsten Video.